TV. Deine Stadt im Überblick. Huch, es ist immer noch April und die Emsköpfe von Witz TV haben schon wieder eine neue Sendung am Start. Wo habt ihr das denn hinkriegen? Und muttert so? Ja, muss es. Und damit hallo und moin moin zur zweiten April-Ausgabe. Der April, der macht, was er will. Ganz nach diesem Motto war auch in diesem Monat wieder viel los im Emsland. Der OLB Citylauf in Papenburg war mit 1346 flotten Teilnehmern erneut ein voller Erfolg. Wir präsentieren euch ein Interview mit dem deutschen Entertainer Ingo Oschmann. Actionreich wird es außerdem mit dem Stuntteam aus Haaren. Das Rütenrock Benefiz Indoor Festival in Meppen mit Metal, Rockpop, Indie sowie weiteren musikalischen Genres konnten wir uns ebenfalls nicht entgehen lassen. Maren, wie sieht's denn aus bei dir? Ja, bis aufs Wetter eigentlich ganz gut, Deike. Ich stehe hier gerade in Meppen vorm Saal Kamp, wo schon die ersten Bands des Rütenrock-Festivals spielen. Und hier am Eingang ist auch schon einiges los. Wir versuchen heute Abend mal einige Bands für euch vor die Kamera zu holen. Aber zuerst gebe ich mal zurück ins Studio zu dir, Deike. Das klingt doch schon mal super. Aber das war noch lange nicht alles. In dieser Folge bekommt ihr den zweiten Teil unserer Reihe Jugendzentren im Emsland zu sehen. Dominik war diesmal in der Alten Post in Sögel zu Gast. Den interkulturellen Stadtführer Zusammen Leben Lernen des DRK hat Jonathan ebenfalls ganz genau unter die Lupe genommen. So, einen Überblick habt ihr jetzt schon mal. Ich sage munter blieben und gebe wieder ab zu Maren nach Meppen. Witz TV, deine Stadt im Überblick. Das zweite Rütenrock Indoor Festival zeigt erneut eine positive Bilanz. Eine ausverkaufte Abendkasse, über 1000 Besucher, sowohl aus Deutschland als auch aus den Niederlanden und eine Aftershow-Party, die sich sehen lassen kann. Und als wäre das nicht schon toll genug. Das Geld werden die Veranstalter nicht einfach einkassieren, da es sich beim Rütenrock-Festival um ein Benefizfestival handelt, werden sämtliche Einnahmen für Spendenprojekte im afrikanischen Ghana verwendet. Ihr habt also für einen guten Zweck gewonnen. Über Res brauchen wir euch wahrscheinlich nicht mehr viel zu verraten. Ein weiteres Mal trafen wir die Schöningsdorfer Jungs, die mittlerweile senkrecht und professionell in die Musikszene eingestiegen sind, in Kürze ihr erstes Album veröffentlichen werden und auch in diesem Jahr das Publikum des Rütenrock-Festivals zum Tanzen gebracht haben. Diesmal brannte uns eine Frage besonders auf den Nägeln. Hallo und herzlich willkommen hier zurück in Meppen auf dem Rütenrock-Festival. Wir haben heute für euch drei Bands vor die Kamera geholt und zuerst sitze ich hier neben ein paar alten Bekannten, und zwar die Jungs von Res. Hi Jungs. Hallo. Die erste große Frage lautet jetzt, wann kommt jetzt endlich eure LP raus und was können die Fans darauf erwarten? Wir arbeiten im Moment noch an unserem Album und zwar liegt es daran, also wir brauchen etwas länger, wir brauchen noch etwas, da die Mixer noch nicht ganz fertig sind und sitzen noch dabei, unser Video zu drehen und ähnliches und wir hoffen, es so schnell wie möglich rauszubringen und die Fans können ein paar neue Sachen erwarten und ein paar Sachen erwarten, die sie von uns vielleicht noch nicht live gehört haben. Also mit zum Beispiel ein paar elektronischere Sachen drin oder auch ein Klavier. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen überraschen wird. Also ist das Album noch nicht ganz im Kasten? Das Album ist schon komplett im Kasten, aber wie gesagt, wir machen noch eben die Mixe, sodass der Sound fertig ist und wie gesagt die Videos. Und das Album an sich ist schon im Kasten, ja. Und wo habt ihr das Album aufgenommen? Wir waren bei unserem guten alten Bekannten Daniel im Duck Lake Studio und haben dort unser Album aufgenommen. Wir haben auch schon die ersten Aufnahmen dort gemacht und kamen mit Daniel ganz gut zurecht und dann haben wir uns dafür entschieden, da wir mit Daniel sehr gut klarkamen, auch wieder bei ihm aufzunehmen im Duck Lake Studio. Und bleibt ihr eurem Sound treu oder habt ihr viel am Sound rum experimentiert? Ja, an sich gibt es uns ja jetzt noch nicht so lange, das heißt, wir sind unserem Sound noch relativ treu geblieben. Aber wir haben trotzdem auch schon ein paar Sachen experimentiert oder ein paar Sachen ausprobiert und wie gesagt, mit dem Klavier kommen wir wieder auf neue Dinge und haben auch neue Sachen ausprobiert. Und in diesem Jahr spielt ihr, soweit wir wissen, nur auf Festivals. Auf welches freut ihr euch denn am meisten und sind trotzdem noch Clubkonzerte geplant? Ich glaube, ich freue mich ziemlich auf das Lollapalooza und das Fest. Finde ich auch super, das Fest ist ein Festival oder ein Konzert in. Okay, jetzt erzählt doch noch zum Ende noch mal kurz, was in nächster Zeit so bei euch läuft. Wir sind halt immer noch dabei, unser Album auf Hochglanz zu polieren. Versuchen dabei, das Beste neu rauszuholen. Die Mixe stehen halt noch nicht und wir kümmern uns im Moment um Videodrehs und bereiten unser neues Set vor, neue Songs, die geplant sind und ja, schreiben weiterhin auch neue Songs. Ja, dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Weitere Informationen zu den emsländischen Newcomern findet ihr unter www.res-music.de.
Actionfilme sind euer Ding, ganz nach dem Motto, je gewagter, desto besser, dann wisst ihr doch bestimmt auch, dass beim Dreh häufig Stuntmänner zum Einsatz kommen, die die Schauspieler bei den gefährlichen Szenen dubeln. Auch im M-Stunt gibt es eine Stunt-Crew, die sogar schon bei großen TV-Produktionen mitwirken durfte. Nicole hat sie besucht und einige Tricks hautnah miterleben dürfen. Hallo ihr Lieben, heute berichten wir aus den beschaulichen Haaren an der Ems und wir sind hier zu Besuch bei einigen der verrücktesten Leute Emslands, dem Stunt-Team Haaren, das es bereits seit über 20 Jahren gibt. Was hier so im Laufe der Zeit alles kaputt gegangen ist und wen sie schon gedoubelt haben, das erfahrt ihr jetzt. Und Action! Im Film ist vieles Fake, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Die Stars aus dem Film werden von den Stuntmännern gedoubelt und mit Hilfe einer Greenscreen werden im Hintergrund die Szenen dargestellt. Das Stunt-Team arbeitet seit 20 Jahren auch für die Freilichtbühne in Meppen und seit 2005 für die Störtebeker-Spiele in Marienhafen. Im Angebot haben sie Choreografien, Bekanntszenen, Spezialeffekte und Prügeleien. Dazu erfahrt ihr jetzt mehr von Ralf Paulus, dem Kopf des Stunt-Teams. Hallo Heike, hallo Ralf. Hallo. So, seit 20 Jahren gibt es bereits das Stunt-Team in Haaren. Wie hat denn alles angefangen? Es gab da vor 30 Jahren mal eine TV-Serie, die hieß Ein Colt für alle Fälle. Und das Thema da waren Stunts beim Film und da bin ich irgendwie infiziert worden. Und dann immer Stück für Stück weiter. Und aus wie vielen Personen besteht denn das Team? Aktuell sind wir 11 Personen und ein Pferd. Und ist immer so, wer gerade Zeit hat oder was machen kann, macht das. Wir setzen uns da nicht unter Druck. Das ist eine Hobbygeschichte auch. Und dadurch können wir das Ganze auch relativ entspannt rüberbringen und haben nicht diesen professionellen Ehrgeiz im Nacken, wenn was nicht klappt oder so. Oder wir müssen dies oder jeder muss einen 10-fachen Salto aus dem Stand können. Es entspannt. Jeder macht das, was er kann und was passt. Und dadurch harmoniert das auch seit so vielen Jahren. Ich habe auch gehört, dass ihr Weltrekordhalter in einer speziellen Kategorie seid. Erzähl doch mal. Ich habe 2006 den längsten Treppensturz der Welt gemacht, durchgeführt und er ging über 179 Stufen. Das ist aber ein inoffizieller Rekord geblieben und meines Wissens nach bisher weder inoffiziell noch offiziell nicht gebrochen worden. Und wie viele Knochen habt ihr euch in den vergangenen Jahren so ungefähr gebrochen? Keiner vom Team. Es kann mal blaue Flecken passieren oder ein Kratzer. Aber ich denke, dass einige schon Angst haben, dass was passiert. Ich denke, Heike, bei dir damals, wo du am Kran gehangen hast. Ja, da ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Ich habe mehrere Saltos in 20 Meter Höhe, war das, ne? Ja, 24 Meter. 24 Meter sogar. Wir haben mehrere Saltos gemacht auf einem Event. Aber hat Spaß gemacht. So, dann wurdet ihr auch schon des Öfteren für sehr populäre TV-Produktionen engagiert. Unter anderem auch schon mal für Notruf Hafenkante im ZDF und auch zweimal für den Tatort. Was musstet ihr dort machen und wen durftet ihr dubeln? Bei Notruf Hafenkante arbeite ich seit 2010 als Double des Bruno Appitz. Der spielt den Hans Mohr, einer der Hauptrollen. Sturz mit dem Fahrrad, ich stürzte aus dem Krankenwagen, Prügeleien, Rangeleien oder auch Verfolgungsszenen zu Fuß oder laufen. Dann musste ich auch schon mal jemand anderen dubeln. Und das sind dann die Vorteile beim Film. Ich durfte eine Verfolgungsjagd mit einem 600 PS LKW durch den Hamburger Hafen fahren. Hat man natürlich auch nicht alle Tage. Ne? Und beim Tatort habe ich Sven Pipik gedubelt. Die Herausforderung war da, der hatte in der Rolle ein Holzbein. Und das Holzbein wurde ihm weggeschossen. Und diesen Part musste ich dann übernehmen und auch die Szene, wo das Bein weggeschossen wurde, musste mir die Art des Laufens angewöhnen und diese Bewegung und dann entsprechend so fallen, als wenn mir eine Prothese gerissen wird. Also zack, da musste man sich doch schon drauf konzentrieren. Ja. Gut. Ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass alles klappt. Vielen Dank fürs Interview und weiterhin Hals- und Beinbruch. Dankeschön. Informieren könnt ihr euch über die Truppe unter www.stuntteam-haaren.de. Hallo meine Lieben. Das Warten hatte am 13. April nun endlich ein Ende. Ingo Oschmann, der eigentlich schon am 28. Februar mit seinem Programm Wortsatz Sieg im Forum Alte Werft auftreten wollte, hatte nun seinen dritten Auftritt hier in Papenburg. Mit großartigen Zaubertricks und Einbezug des Publikums machte er diesen Abend zu etwas ganz Besonderem und wurde am Ende mit dreifachen Standing Ovations von den Zuschauern belohnt. Ich habe ihn nach seinem Auftritt getroffen und unter anderem etwas mehr über seine Hobbys und seine Auftritte in Kindergärten erfahren. Am 13. April war es soweit. Ingo Oschmann hatte seinen großen Auftritt im Forum Alte Werft und wurde vom Publikum euphorisch empfangen. Und es hat sich wirklich gelohnt. Ingo Oschmann war vom Papenburger Publikum begeistert, wie er uns gleich erzählt hat. Ich will, dass wir heute alle nach Hause gehen und sagen, es hat sich gelohnt, dass wir dem kleinen dicken Mann auf einen Montag zugehört haben. Ja? Hallo Ingo. Hi.
Wenn man sich dein Leben so in den vergangenen Jahren anschaut, dann fragt man sich eigentlich, wann du eigentlich mal schläfst oder Urlaub machst. Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Ja, also ich liebe halt meinen Job so, und ich mache ja Theater und schreibe Bücher, mache immer noch Kinderprogramme, und ich liebe es halt, auf der Bühne zu stehen. Das ist, für andere ist es vielleicht Arbeit, für mich ist es Urlaub. Also insofern brauche ich so gar keinen Urlaub, weil ich meine, ihr wart ja heute hier, das war ja gigantisch, und das ist so viel Energie, die du da zurückkriegst, das ist einfach großartig. Du bist ja auch öfters in Kindergärten aufgetreten. Ich mache immer noch. Okay. Und was ist das Besondere, vor so einem jungen Publikum zu spielen? Ja, das Tolle bei Kindern ist ja, wenn du scheiße bist, dann sagt der Erwachsene, ach, das war ganz nett. Ein Kind kommt nach vorne und tritt dir vor Schienbein. Das ist halt ehrlicher so. Und deswegen mache ich immer noch Kinderprogramm, weil wenn du die begeisterst, dann haben die echt Bock. Also dann finden die das auch gut. Und Kinder, und das finde ich eben das Großartige, die sind nicht so eingenordet, die sind nicht so beschränkt. Also ne, die wissen sich nicht zu benehmen. Die sind frei in ihren Emotionen, die sind frei in ihrer Meinung. Und ich versuche wirklich ehrlich zu sein. Also wenn ich auf der Bühne stehe wie heute und sage, wie schön dieser Abend ist, dann meine ich das so. Also ich würde auch sagen, wenn es nicht so wäre. Ja? Und ich finde, Ehrlichkeit ist ganz wichtig, dass man weiß, was der andere denkt. Und dieses Unehrliche und dieses Hinterfotzige, da kann ich überhaupt nicht drauf. Und das ist bei Kindern eben so. Kinder sind ehrlich. Und wenn die was gut finden, dann sagen die das. Und wenn die was scheiße finden, dann sagen die das auch. Wie hat denn das Publikum heute gefallen? Dreimal Standing Ovation kann ich jetzt nicht sagen, dass die dann doof waren. Also das war ein Hammer. Die waren so dabei, die waren auch so wach. Also sind heute ganz viele Sachen auch passiert, die sonst nicht passieren an so einem Abend, was ich immer sehr liebe, weil jeder auch heute nach Hause gegangen ist und hat gesagt, ja, stimmt, was der Oschmann sagt, jeder Abend ist anders und den kann man auch nicht vergleichen. Und es ist halt, jeder Abend ist intensiv bei mir, weil ich wirklich jeden Abend spiele, als ob es mein letzter ist, weil ich finde, da gibt es Leute, die freuen sich ein halbes Jahr auf so eine Karte, und ich weiß ja auch, wie das ist. Also ich fahre nach London zum Beispiel oder nach Paris, um einen Künstler zu sehen, und dann will ich auch, dass der sich Mühe gibt. Dann danke ich für das Interview. Ich hab zu danken. Na, neugierig, was der Oschmann noch so im Petto hat? Dann schaut doch einfach mal im Netz unter www.ingo-oschmann.de vorbei und sichert euch den nächsten Karten. Hallöchen, meine Lieben. Unser zweiter Interviewpartner kommt ebenfalls aus dem Emsland. Der Haarener Peter Bäumer, kurze Zeit mit Unheilig durchs Land. Und hier auf dem Rückenrohr-Festival spielt der Wahl-Berliner vor heimischem Publikum. Der Haarener Peter Bäumer lebte 13 Jahre in Berlin. Der Haaren kommt das Ex-Elke-Mitglied, die schon früher das Rückenrock in Spitzen gebracht haben, immer wieder gern, um die Ruhe zu genießen. Das Tourleben hat ihn derzeit fest im Griff. Dennoch konnte der gebürtige Emsländer das Meppener Publikum unter anderem mit seinem verdächtig nach den Toten Hosen klingenden Song »Flieg mit mir« in seinen Bann ziehen. Hallo Peter. Hallo. Du beschreibst deine Musik ja als deutschen Großstadt-Rock-Pop. Wer sind denn deine Vorbilder? Naja, Großstadt-Rock-Pop, naja, mal gucken. Also ich würde es eher als Deutsch-Rock-Pop bezeichnen. Mhm. Großstadt-Pop hat irgendwann gesagt, das weiß ich nicht. Weg damit. Okay. Ich würde sagen, das ist Deutsch-Rock-Pop. Und wie war die Frage noch? Danach? Wer deine Vorbilder in dieser Kategorie so sind? Ja, also ich habe natürlich, wenn ich jetzt mal, also zum Beispiel heute im Tourbus haben wir alle gesessen und wir waren so ein bisschen kaputt, weil wir aus Freiburg waren, und in diesem Bus haben wir so einen DVD-Player, da kann man auch einen Film gucken oder so, und da haben wir heute Queen reingehauen. Ich weiß nicht, kennst du Queen? Ja. I want to break free und so, oder We will rock you. Und so. Ja, klar. Ein bisschen älter, aber das habe ich zu halten, das fand ich Hammer. Also das ist definitiv was mich immer noch inspiriert. Ja, ansonsten habe ich mit meiner vorigen Band auch mal so Geschichten wie Toten Hosen oder gehabt. Das ist was Deutsches. Also wenn man jetzt in Richtung Deutsch guckt, deutschsprachig. Aber da bin ich jetzt auch mittlerweile, was Texte betrifft, ich konzentriere mich mehr auf Texte als auf die Musik, weil Musik habe ich wirklich jetzt auch schon meine Erfahrung gemacht, und Texte, da bin ich jetzt gerade am Lernen und immer noch mehr. Und ich merke, dass die Worte, die man singt, doch sehr wichtig sind. Also fast manchmal wichtiger als den Akkord, den du greifst, weil das ist die Message, die du erzählst. Jo, und gemischt wurde dein Album ja vom Rammstein-Produzenten Stefan Gaumann. Und wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm und wie kam diese zustande? Stefan Gaumann, ja, das ist auf jeden Fall
das war definitiv was ganz Besonderes, mit denen zu arbeiten. Also das war so, dass ich habe ja alles selbst produziert und aufgenommen und habe es dann mischen lassen von dem Stefan Glaumann. Und das hat er in Schweden gemacht. Und ich war in Berlin und er hat in Schweden gemischt. Aber heutzutage mit dem Multimedia-Kram kann ich in Berlin bleiben und er in Schweden mischen. Und er hat mich über iTunes miteinander verbunden. Und somit konnte ich in meinem eigenen Studio hören, was er gerade macht. Und das haben wir dann oft gemacht. Und dadurch habe ich dann immer gehört, wie das klingt. Und dann haben wir uns committed, irgendwie, wie wir das machen wollen. Und das war ein super netter Mensch. Also ich merke immer mehr, die Leute, die also so ganz erfolgreich sind, das sind immer so die ganz netten Menschen irgendwie. Und dafür bin ich echt dankbar, dass ich diesen Menschen kennengelernt habe, weil der hat die Sache ziemlich weit nach vorne gebracht, ja. Wie hat dir denn der Auftritt heute gefallen? Hattest du auch ein Déjà-vu, wie du singst? Ein Déjà-vu hätte ich auch gerne gesungen heute. Aber ich hatte definitiv... Hatte ich ein Déjà-vu? Ja, ich habe ein Déjà-vu, weil ich ein paar Freunde wieder gesehen habe. So, oh, den kenne ich doch und den kenne ich doch. Ansonsten fand ich das mit viel Schweiß verbunden und cool, auf jeden Fall. Es war ein Hammer-Sound, es hat total Spaß gemacht und hat auf jeden Fall auch gerockt. Wenn ihr im Internet mal wieder Emsländisches Flair erleben und nebenbei weitere interessante Infos zu Bäumer in Erfahrung bringen wollt, www.bäumer.de. Hallo, wie ihr ja wisst, sind wir in der letzten Ausgabe damit angefangen, euch eine neue Reihe vorzustellen, in der wir euch alle Jugendzentren im Emsland präsentieren wollen. In dieser Sendung zeigen wir euch das Jugendzentrum in Sögel, das im November 2011 seine Pforten öffnete. Film ab! Eröffnet wurde das Jugendzentrum am 26. November 2011. Das JUZ ist wirklich toll eingerichtet und bietet seinen Besuchern dort die Möglichkeit, eine coole Zeit zu verbringen. Verantwortlich für die Einrichtung ist der Leiter Wolfgang Knese, den ich im Konzertsaal genannt die Packhalle getroffen habe. Hallo Wolfgang. Hallo. Wo findet man euch? Man findet uns mitten in Sögel, an dem schönen neuen Marktplatz. Da ist unser Jugendzentrum seit 4 Jahren und wir sind ganz glücklich, dass wir hier mitten im Ort sind. Was kann man bei euch machen? Bietet ihr AGs an oder besondere Angebote? Also wir haben jetzt gerade aktuell oben eine AG laufen. Wir haben dienstags eine Grundschul-AG mit Schülern von der Grundschule hier in Sögel nachmittags. Und donnerstags haben wir eine AG mit von der Oberschule, von der Schule am Schloss Schüler, die hier ins Jugendzentrum kommen. Und dann haben wir noch dienstags kommen die auch von der Förderschule. Die machen hier unten dann auf der Bühne so SingStar-Playback. Also das sind so unsere AGs, die wir haben. Und Angebote haben wir sonst hier halt unsere Konzerte, Ferienpassaktionen und sowas alles. Und wie viele Jugendliche besuchen euch in der Woche? In der ganzen Woche kann ich so gar nicht genau sagen, aber wir führen ja Statistik und im Durchschnitt haben wir so zwischen 35 und 40 Kinder und Jugendliche am Tag. Was ist das beste Spiel bei euch? Das beste Spiel? Das fragst du mich jetzt. Zum Beispiel Kicker oder so. Also was sehr viel genutzt wird, ist natürlich PlayStation. Die spielen FIFA und sonst spielen die eigentlich rund um alles. Kicker, Dart, Billard. Unser Internetcafé wird auch sehr viel genutzt in Zeiten von Facebook. Wollen die natürlich immer mal gucken, was da so gerade los ist. Was macht ein gutes Jugendzentrum aus? Ein gutes Jugendzentrum ist in erster Linie für die Kinder und Jugendlichen da. Und die Kinder und Jugendlichen sollen sich die Räume aneignen. Und es sollen ihre Räumlichkeiten werden, denke ich. Also ein geschützter Raum, in dem Kinder und Jugendliche sich entfalten können. Also in dem sie machen können, eigentlich, was sie wollen, natürlich mit bestimmten Regeln. Okay, und wer hat sich um die geniale Gestaltung gekümmert? Das hat sich so im Laufe der Jahre entwickelt. Also wir sind hier eingezogen und haben von vornherein gesagt, wir möchten gerne so ein bisschen Café-Charme haben. Also alles schöne, viele Bilder, schöne Sitzecken, gemütlich und bestimmte, also es kommt immer auch auf Licht an. Wo setzt man Licht ein? Wo stehen irgendwelche Lampen? Und das haben wir von Anfang an gemacht, zusammen mit dem Bundesfreiwilligendienst, bei dem wir jeweils hatten. Aber wir haben auch immer wieder die Jugendlichen gefragt, was können wir noch verändern, was für Poster wollen wir aufhängen, was für Bilder wollen wir uns anschaffen. Und ja, das hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt. Okay, vielen Dank für das Interview. Ja, ich habe zu danken, dass ihr hier seid. Wenn ihr Bock habt, das Jugendzentrum zu besuchen, dann gebt einfach bei Google oder Facebook Jugendzentrum Alte Post ein. Dort findet ihr die Öffnungszeiten. Hallo, endlich liegt der erste Stadtführer von und für Jugendliche aus dem Ausland vor. Der druckfrische Stadtführer wurde jetzt beim Deutschen Roten Kreuz erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom DRK und mit der Unterstützung des Jugendzentrums Papenburg. Auf geht's! Wenn man neu in einer Stadt ist, muss man erstmal irgendwo Anschluss finden.
Und wenn man nicht einmal die deutsche Sprache spricht, gestaltet sich das Ganze noch schwieriger. Woher sollen die Jugendlichen denn wissen, an wen sie sich wenden können und wo man seine Freizeit am besten verbringen kann? Ab jetzt ist die Antwort auf diese Frage klar. Aus dem neuen Stadtführer. Vorgestellt wurde dieser vom Geschäftsführer des DRK, Thomas Hövelmann, von Ragnar Wilke von Youth Papenburg und von Cival, die viele Fotos und Inhalte für das Buch beigesteuert hat. Das Besondere ist, dass dieses Heft von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt wurde. Wir haben uns alle sehr viel Mühe gegeben und hatten auch alle sehr viel Spaß dabei. Und wir finden auch, dass es sich alles gelohnt hat. Und uns war die Zusammenarbeit sehr wichtig und wir haben auch unser Ziel erreicht. Der Stadtführer wird von nun an allen jugendlichen Neubürgern überreicht, um ihnen altersgemäße Freizeitangebote in Papenburg aufzuzeigen. Pauline Andrzejewski vom DRK beschreibt das Projekt, an dem über 12 Jugendliche aus 7 Nationen beteiligt waren, so. Bei dem Projekt geht es darum, 9 Jugendlichen, die neu nach Papenburg kommen, neu zugewanderten Jugendlichen, darzustellen, welche Engagementmöglichkeiten sie haben. Also Jugendliche, die hier selber neu zugewandert sind, haben anderen Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, denen aus ihrem wirklichen Umfeld zu zeigen, guckt mal, hier gibt es eine, zum Beispiel eine Kunstschule, hier gibt es eine Bibliothek oder hier gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit ihr hier Anschluss findet, andere Jugendlichen kennenlernt und überhaupt insgesamt das System in der Stadt versteht. Der Stadtführer ist auf jeden Fall eine nette Willkommensgeste an alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die in Papenburg eine neue Heimat gefunden haben. Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Erkunden unserer Stadt. Im Hintergrund hört ihr hier gerade den Haupteck des Abends, kennt sich. Die Holländer belegen mit ihrem Album Platz 1 der holländischen Musikcharts und haben hier gerade ihre Live-Qualität bewiesen. Wie ihr seht, Veronika traf die Jungs vor ihrem Auftritt. Die Indie-Band Kensington aus dem niederländischen Utrecht bilden den Headliner des Abends. Mit einem Plattenvertrag bei Universal Music, Millionen Klicks auf YouTube und mit ihrem speziellen Sound heizen sie den Fansingens des Rütenrock-Festivals 2015 so richtig ein. Doch wie wird man mit dem MTV European Music Award als bester niederländischer Act ausgezeichnet und landet gleichzeitig national auf Platz 1 der Albumcharts? The fans did it. We just played our music. Die Fans haben uns das ermöglicht. Wir haben nur die Musik dazu gespielt und hoffentlich auf diesem Weg alles richtig gemacht. Als MTV das niederländische Publikum aufgefordert hat, für ihren Lieblingsact zu voten, haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut. Und wir haben sie natürlich auch aufgefordert, für uns abzustimmen. Aber das haben die anderen Nominierten ja auch gemacht. Wir haben sie bezahlt. Wir haben die Leute bezahlt. Nee, es war die Entscheidung des Publikums. Das war wirklich toll. We bought the votes. But no, it was just a People's Choice Award, so that was. Die Zielsetzung auf dem Weg der Erfolgsleiter kommt bei Kensington selbstverständlich auch nicht zu kurz. Welche Pläne die sympathischen Niederländer in nächster Zeit haben, wollte Veronika mal etwas genauer herausfinden. Wir denken am liebsten im großen Rahmen. Immer wenn wir ein Ziel erreichten, setzen wir uns ein neues. Wir wollen in möglichst vielen Ländern auftreten und viel von der Welt sehen und noch ein paar gute Alben machen. Wir haben immer wieder neue Träume. Wir könnten das immer so fortführen. Ein wirklich gutes viertes Album zu produzieren, ein paar Tours in Europa zu spielen und vielleicht sogar in den USA oder in Asien. Das sind Gebiete, in denen wir noch nicht gewesen sind. Ein vom Erfolg gekröntes Bandleben ist voller schöner Momente. Doch was haben Kensington in ihrer Karriere bis jetzt erlebt? Wir haben ziemlich große Festivals gespielt, 3 Alben produziert, auf die wir sehr stolz sind. Es ist schwer, einen bestimmten Moment herauszusuchen, aber es war schon krass, als unser Album auf Platz 1 in Holland einstieg. Das hat sich nach einer großen Leistung angefühlt. Und wir haben 2 Stadien ausverkauft, das Ziggo Dome mit 30.000 Leuten. Das war noch so ein Moment, an dem wir bemerkten, wow, hier passiert was Großes. Manchmal ist es auch ein bisschen merkwürdig, manchmal weißt du schon im Voraus, dass was geschehen wird. Und wenn es dann passiert, hast du es irgendwie schon erwartet. Du bist also vorbereitet, aber beim Ziggo Dome waren wir wirklich mit dem Erfolg konfrontiert. Achievement and we sold out 2 stadiums called the Ziggo Dome in Holland, which are like 30.000 people. So that was another moment when we said to each other, well, something really special is happening here. Okay. Thank you very much. We wish you great success. Thank you very much. Wenn ihr euch jetzt denkt, wow, diese Jungs muss ich unbedingt live erleben, die neuesten Tourdaten und weitere Informationen findet ihr unter www.kensingtonband.com. So, ihr Lieben, der Blick auf die Uhr sagt stolze 2:05. Die Bands haben ordentlich ausgeteilt und lassen den Abend nun feuchtfröhlich bei der Aftershow ausklingen. Dem Publikum wurde gut eingeheizt.
Uns auch, und damit gebe ich zurück ins Studio zu Kira und Charlie. Hallo ihr Lieben, wir wollen euch nun in den wunderschönen Frühling entlassen. Ihr wisst ja, der Stadtpark hat wieder geöffnet, also ab nach draußen und genießt die Sonne. In der nächsten Sendung im Mai zeigen wir euch den Jubiläumsauftritt von der Band Unisono und stellen euch ein weiteres Jugendzentrum aus dem Emsland vor. Mehr möchte ich jetzt aber nicht verraten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Der Charlie und ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.